Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbuild. Wir renovieren nämlich ein Café in Windenburg. Und wir beginnen auch direkt. Also, dazu sei natürlich gesagt, also das hier ist jetzt keine große Sache. Also ich habe jetzt nicht viel verändert. Ich habe es einfach nur ein bisschen, ja, mehr angepasst zu dem, was mir gefällt. Weil zum Beispiel fand ich halt, dass das so ein bisschen weird aussieht, wenn das so übersteht und so. Deswegen habe ich das so ein bisschen dahingehend verkleinert. Mir war wichtig, dass ich das Lightning fixe, weil das war auch sehr anstrengend für mich, fand ich. Also das war ja sehr dunkel da drin. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt irgendwie so, dass das halt ein bisschen hübscher ist. Und das würde mir zum Beispiel auch reichen bei den anderen Windenburg-Sachen, denn obviously ist das hier gebaut für die Runaway Teen Challenge. Wie gesagt, also mehr brauche ich gar nicht. Einfach nur, dass es ein bisschen freundlicher aussieht, dass das Lightning gefixt ist und dass es ein bisschen funktionaler ist. Weil ich habe hier in diesem Bücherei-Dingsi, nicht Bücherei, wie heißt das? Dieser Bücherclub ist da ja. Diese Tür habe ich dann einfach entfernt und das für alle zugänglich gemacht, weil ich denke mir so, also ich meine, es ist ja relativ normal, dass man in Cafés teilweise das auch hat, dass man dann da so einen extra Raum hat, wo man sich hinschillen kann. Genau. Und ich dachte halt, dass das dann ja für uns auch ganz gut ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es mir in Anführungszeichen zu einfach mache, ich würde aber nicht sagen, weil ich meine, so viel können wir mit Büchern und einem PC jetzt auch nicht anfangen. Aber dann können wir auch mal in dieses Café gehen, ohne dass diese Lightning-Issues sind und so. Und dass das halt alles schon deutlich schöner ist, sage ich mal. Also, ich finde es halt besser, wenn da halt auch mehr Tische sind und das ein bisschen mehr gefüllt ist. Ich habe ja ein bisschen Deko hinzugefügt, aber also ist jetzt nicht, wie gesagt, die größte Änderung. Ich habe halt das alles ja so gelassen. Ich habe nur teilweise die Tapeten noch geändert und so. Aber manchmal reicht das ja auch aus. Also, dass man halt nicht so viel ändert, sondern einfach nur, dass es ein bisschen funktionaler ist, wie gesagt, und ein bisschen hübscher aussieht. Weil an sich dieses Grunddings finde ich ja gar nicht schlecht. Das haben sie ja gar nicht so schlecht gemacht so, aber ja, wie gesagt, ich habe halt diese Kleinigkeiten geändert, damit es halt für unsere süße Maus ein bisschen besser funktioniert. Also, wenn ihr auch Lust habt, irgendwas in Windenburg zu renovieren, wenn es auch nur so eine Kleinigkeit ist, dann schickt mir das gerne ein. Ich habe da Lust drauf, dass wir das machen. Genau. Weil eigentlich wäre cool, wenn wir halt so alles Mögliche da ersetzen und das so ein bisschen besser haben, damit Amaya dann auch ein bisschen besser klarkommt in ihrem Leben, weil anscheinend gibt es ja in Windenburg keine Sachen zum Ausgraben oder so, was kritisch ist, weil so kommen wir gar nicht an Geld. Und wir dürfen auch keinen Job haben und was auch immer nicht. Und ist ein bisschen schwierig jetzt, ne, an Geld zu kommen, weil in Windenburg, wie gesagt, gibt es halt einfach nichts. In diesem ersten Part, ich war so verzweifelt, ich dachte, das wäre so voll der gute Ort, anscheinend nicht. Zumindest nicht in der Innenstadt. Also ich weiß, dass es ein bisschen mehr gibt, wenn man in diesen ländlicheren Regionen ist, weil ich da mit meiner No-Mod-Legacy spiele. Die ist aber auf meinem Laptop, deswegen spiele ich ihn nicht so oft, aber ich weiß, dass es da Sachen gibt. Das ist aber jetzt hier nicht der Fall in der Innenstadt. Also ich meine, was soll da auch groß sein? Ich weiß es auch nicht. Aber ist ja auch egal. Genau. Wir reden hier ja gerne über Gott und die Welt in diesen Speedbuilds und so. Deswegen, was geht so in meinem Leben? Ne? Also ich warte ja gerade darauf, dass mein Studium irgendwann mal beginnt. Am 1.10. erst. Das heißt, ich verbringe gerade eigentlich mein ganzes Leben damit, dass wir hier chillen. Und dass ich hier meine Videos mache und so. Also ich mache halt wirklich nichts. Also das ist schon ein bisschen traurig teilweise auch. Aber ich finde es halt auch cool, dass ich gerade meine Zeit hier investiere in das hier, weil das ist ja so mein Baby. Ja. Aber ja, es läuft nicht alles rosig. Ich sage, wie es ist. Ich hatte nämlich gestern, ich nehme das hier auch am 16. auf, wenn das Video online kommt. Also ich hatte dieses Kennenlernen eigentlich, aber wegen meiner Angststörung, der ein oder andere weiß es, dass ich eine habe, bin ich in Heulen ausgebrochen, weil ich den Raum nicht gefunden habe und zu spät kam. Und eventuell bin ich dann nicht erschienen. Also ich war in diesem Foyer quasi, aber das war es dann auch. Und dann bin ich halt
ins Parkhaus gegangen und saß in meinem Auto und habe geheult. Also jetzt gerade kann ich drüber lachen, aber es war schon ein bisschen mies. Also gestern ging es mir auch scheiße deswegen. Eigentlich wollte ich dieses Video nämlich gestern schon aufnehmen, weil ich hasse das, immer das so alles kurz vor knapp zu machen. Aber ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, ne? Deswegen war schwierig, aber ich habe dann so eine Mail verfasst, die so, ah, es tut mir so leid und bla. Und die so, ja, also hat mir heute Morgen dann eine Mail geschrieben. Sie so, ja, es tut mir leid, dass es bei Ihnen so gelaufen ist. Und Sie können sich natürlich für einen neuen Termin anmelden und so. Und ich so, ja, ich hoffe, dass das nächste Mal besser funktioniert. Weil sonst, das war jetzt quasi mein erster Eindruck. Und der war jetzt quasi ja eigentlich nicht so gut, ne? Ich meine, es war jetzt krankheitsbedingt so, aber es ist schon ein bisschen peinloh. Also, wenn ich ehrlich bin, aber ist schon alles gut. Wir kriegen das hin. Also, es wird schon wieder alles in Ordnung gehen bei mir. Ansonsten, ja, wirklich, ich chill einfach nur in diesem Zimmer. Und wenn ich mal nicht mich mit meinen Videos beschäftige, game ich. Nee, also ich spiele ja wirklich zurzeit relativ viel Sims. Ansonsten, ja, spiele ich teilweise mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr an meiner Switch. Aber ich mache halt nichts, ne? Es ist so traurig. Ich gucke ein bisschen Trash. Zurzeit gucke ich Make Love, Fake Love. Ja, also, ich habe ja so ein RTL Plus Abo. Deswegen. Also oft verbringe ich auch meine Zeit mit True Crime. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, dass ich voll der True Crime-Fan bin. Aber ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich aktuell gerade sehr beschäftige. Aber ich denke, ich werde versuchen, demnächst mal wieder ein bisschen zu zeichnen und so, weil ich meine, ich habe halt dieses teure Tablet und benutze es einfach nicht. So, deswegen. Eventuell mache ich da mal wieder ein bisschen was mit. Aber da halt erstmal so sich aufzuraffen. Wenn ich dann dabei bin, möchte ich so gar nicht aufhören. Aber sich erstmal aufzuraffen und das zu machen, ist so nervig. Ich denke, da können sehr viele relaten. Dass, wenn man dann so dabei ist, dann ist das so okay. Aber ja, erstmal an diesen Punkt zu kommen, dass das schwierig sein kann. Aber ja. Zurück zum Bild. Also hier seht ihr, dass ich jetzt gerade die Tapeten ein bisschen ändere. Ich wollte es halt in diesem Main-Raum ein bisschen heller haben, weil das hat natürlich auch ein bisschen gedrückt. Nicht nur das Lightning-Issue-Ding, sondern auch die Tapeten. Deswegen habe ich ein bisschen helleren Stein benutzt. Ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, aber die können ja renoviert haben. Ja, es geht, ist, wir bauen, machen ja hier eine Renovierung. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass das hier mit der Renovierung, ne, dass das hier passt. Und ja. Und ich habe halt diesen Flur versucht, ein bisschen aufzuhübschen, weil irgendwie dieser Flur hat einfach aus nichts bestanden. Und ich dachte, so, es ist halt auch ein bisschen unrealistisch, dass da so gar nichts ist. Ja. Ich hoffe halt wirklich, dass es euch in irgendeiner Form gefällt, ne? Aber. Also ich würde sagen, selbst wenn es keine Downloads in der Sims 4 Galerie hat, für mein Spiel, für meinen Spielstand, ja, für die Runaway Teen Challenge ist es auf jeden Fall funktional und es wird gut funktionieren. Also ich bin froh, dass wir das hier so gemacht haben. Also ich denke, dass wir das im nächsten Part, der ja schon am Samstag kommt, dass das da schon gut funktioniert. Also, dass wir da vielleicht schon unseren Nutzen daraus ziehen können. Gerade auch dann eventuell an den Müllcontainern, eventuell, wenn wir Müll finden und dann da drin ein bisschen was suchen können. Ich weiß, dass das ganz gut Cash bringen kann. Deswegen, also, ich habe jetzt kein Problem damit. Also, ich meine. Ist jetzt ja auch nicht so, dass wir das jetzt irgendwie großartig ausnutzen würden oder so. Deswegen, ja, wenn wir da mal was rausziehen und damit Geld machen, ist es vielleicht gut, weil wir haben ja nicht großartig die andere Möglichkeit. Aber das sehen wir dann in dem Let's Play weiter. So, wir hoppen jetzt nochmal ins Spiel, dann zeige ich euch das nochmal. So, also wir sind jetzt hier im Spiel und wir haben dieses Café hier renoviert. Café Frische Brise. Da jumpen wir natürlich jetzt mal kurz hin.
So, und das hier ist das Grundstück vorher. Wie ihr seht, ist das hier sehr dunkel. And we hate it. Bisschen trostlos. Aber wir haben ja das hier, wo ich schon wieder 1 Million Packs benutzt habe. I'm sorry. Aber wir platzieren das jetzt als möbliertes. Und tada! Man hätte halt hier oben auch noch irgendwie was rausmachen können, aber ich hatte keinen Bock, ehrlich gesagt. Ich wusste auch nicht, was ich dahin hätte tun sollen. Und hier sieht man, dass es schon viel, viel heller alles aussieht. Und wir lieben das sehr. Hier draußen habe ich halt auch ein paar mehr Tische hingeparkt, damit das halt voller aussieht. Und ich fand das halt ganz süß mit dieser Telefonzelle und so. Wie gesagt, an den Bädern habe ich eigentlich gar nichts wirklich verändert. Und dann habe ich halt die Tür geändert, dass da nicht nur Clubmitglieder rein können. Ich habe noch einen zweiten PC hier hingetan und eben halt die Bücherregale, weil ich das viel cooler finde. Und ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Hier hinten habe ich noch eine Bank hingestellt, falls ihr es nicht gesehen habt. Also ich dachte, vielleicht ist das für uns einmal ganz gut, weil das ist ja halt so unterdacht. Und wenn wir mal pennen müssen irgendwo im Regen, dann können wir uns einfach hier hinschillen. Ist vielleicht schöner als immer nur draußen. Und hier hinten sind, wie gesagt, noch die beiden Container. That's it! Ich weiß, es ist jetzt nicht das Größte so, aber wie gesagt, es ist halt optimal für uns. Einfach, weil es jetzt halt uns ein paar Möglichkeiten gibt, ein bisschen besser zu überleben. So, an der Stelle lade ich das Ganze dann natürlich auch hoch. Und wie immer unter Mooly Girly, da habe ich auch ein paar andere Sachen. Könnt ihr euch ja gerne mal umsehen. Ansonsten habe ich da gar nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns dann bestimmt im Runaway Teen Challenge Let's Play. Oder in irgendeinem anderen Let's Play oder in einem anderen Video. Es ist mir egal. Wir sehen uns bestimmt wieder. Bis dahin und tschüss!